Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von den Pin Delphis. Ich bin Jack 82 und wie ihr seht, spielen wir heute Brick Force. So, heute stelle ich euch eine ganz spezielle Waffe vor, und zwar nämlich die Shooting Star. Die habe ich schon etwas länger, also seit dem damaligen Weihnachtsevent, also halt Weihnachten 2012, also auch seit dem ersten Weihnachtsevent, ne? Ja, im Grunde genommen ist die Shooting Star eigentlich nichts wie eine bessere Version von der Tarantula, also praktisch gesehen ein Tarantula selten. Ihr seht jetzt mal mein krass vollgemülltes Tarantula-Inventar mit unnötigem Zeugs drin, dass ich immer beim Picken Win gewinne und zu faul bin zu löschen. Ja, und was ich noch dabei habe, ist nämlich die Shark Elf. Haben wir ja auch letztens mit Forstpunkten gekauft. Ja, die Delta habe ich mir auch mit Forstpunkten geholt, und sonst eigentlich ist jetzt nichts Neues im Inventar. Das andere hatte ich schon eigentlich immer. Also von dem her gesehen, jetzt tue ich mal schnell die Shooting Star hier, zack, ins Aktionsleiste, dann passt es auch. Ich habe jetzt natürlich, ich habe jetzt natürlich die Grafik runtergestellt, weil es sonst mega leckt, wenn ich eine Aufnahme mache. So, Bastsager. Okay. Dann, ja. Klar. What the fuck? Egal. Na, ich will jetzt eigentlich. Immer wenn ich eine. Das ist beim Brechtüber auch so. Immer wenn wir eine Waffe vorstellen wollen, dann ist entweder kein Raum oder es ist eine Nahkampf- bzw. Pistol-Map. Also. Ja, das ist echt. Ah, gut. Er macht Go, glücklicherweise. Ne? Ja, ich mach mal noch. Gut. Ja, wie ihr seht, hat sie ein relativ großes Magazin für eine leichte Waffe. Also für eine leichte Waffe. Für eine leichte Waffe, wenn man jetzt. What the fuck, Leck. Der Typ hat auf jeden Fall No End. Aber der lädt auch ziemlich langsam nach. Ach komm, wenn der Beacon macht. Ne. So. Ich warte bis zum Ende, bitteren Ende jetzt mit der scheißnervigen. Mit der ist jetzt auch nicht die beste Map eigentlich, sowas jetzt. Hallo, ja, stimmt, die kann man ja nicht zumachen. Ach, so ein Fail. Scheiße, ach, ich darf nicht so viel fluchen. Auf jeden Fall, jetzt kommt der wahrscheinlich da gleich rein. Ich kann hier nicht die ganze Zeit davon laufen. Ah. Ja, wo ist denn der? Ja, ist halt natürlich. Ich habe jetzt natürlich. Ja, doch, die Feuerrate habe ich natürlich geabt, aber. Weißt, also gegen die Beacon ist die echt nicht. Kann man leider nichts machen, ne? Gegen die Beacon hat die echt keine Chance, wie man schon sieht. Trotzdem ist er eigentlich mit relativ nice. Ich wollte mich verarschen. Ich hatte gerade von Nervtausend oder so. Also gegen die Beacon hat die echt nichts, ne? Kann echt nichts. Beacon zieht, zack, nix. Also gegen die Beacon kannst du es vergessen, also. Weil die Beacon einfach eine viel zu krasse Feuerrate hat. Aber ich will jetzt auch mit der Waffe spielen und nicht mit einer anderen, weil das wäre total kontra. Schau. Fragt schon wieder einer. Der wird sich schon mal nicht so lang. Hä? Ach so, muss das. Okay, gut. Dann lassen wir das jetzt auch mal. Ich zock mit Cryback. Lol. Endlich mal ein angemessener Teammate, ne? Oh, Cryback. Ja, weiß er es, Mann. Ja. Letztes Jahr. Oh, Chatkiller. Warum? Hat er sich jetzt gecheckt oder nicht? Keine Ahnung. Der versteht mich nicht. Egal. Alter, 2 versus 1. Hä? Nein? Ach so, ja, so generell gepackt wird gesehen. Ich darf echt keine Warpies mehr ansetzen. Ja, recht damit gehabt. Keine Warpies, weil es dann Alter. Nett. Gut.
Ach. Ja. Der einzige Grund, warum ich eigentlich mit der spiele, sonst spiele ich eigentlich mit der, die war eigentlich eine relative Fehlinvestition. Am Anfang habe ich gedacht, die wäre noch relativ gut, aber da war ich ja nicht so ein hohes Level. Da denkt man, jede Waffe, die irgendwie cool ausschaut, ist gut. Ist halt einfach mal nur so. Ist ja natürlich jetzt rassistisch gegen die anderen noch. Oh, der Cryback ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Egal. Lol, wie heißt dein Channel? Ja, ich will nicht allein rumlaufen. Cryback, wo bist du? Oh, oh Mann, jetzt ist 101 wieder. Ey, aber mit der lose ich so ab. Ich sag's. Okay. Ja, ich werde jetzt kein Chat-Kill machen. Ne? Boah, fuck! Ah, Hilfe! Oh. Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Das mit dem, zu den seltenen, zu den Secondaries weg. Wo ist der jetzt hin? Wo ist der jetzt? Hä? Wo ist der da hin? Ach, ist der da? Nee. Hä? Egal, geht nicht mehr durch. Ich blick auch nie durch, also. Boah, Mann! Also jetzt. So, jetzt habt ihr ja genug gesehen. Jetzt spiele ich mal ein bisschen wieder mit der. Was heißt die wieder? Ich habe noch gar nicht mit der gespielt. Ich hatte jetzt echt ein beschissener Tag, finde ich. Ich gehe jetzt wieder nach da und dann. Nein. Ja, da läuft das schon mal anders, wa? Hat auch eine, glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht verglichen, ob es eine bessere Feuerrad hat. Ist aber natürlich ein bisschen mehr Gear ab. Ja, so also. Ja, ich weiß. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh, der ist Noob, der nutzt ja nur die Rakete. Aber im Grunde deswegen habe ich ihn ja gekauft, weil er eigentlich so als Ersatz für Nates sein soll für mich. Also deswegen war das war der einzige Grund, warum ich mir die jemals gekauft habe. Oh fuck, nein. Also von dem her gesehen, ich wollte eigentlich nicht mehr so viel mit Nades machen, weil ich ja damals schon Nades auf Level 5 hatte und schwer halt noch nicht. Also jetzt, komm. Ja, es war natürlich jetzt easy win für mich, weil er ja schon durch den anderen geschwächt war, also war es jetzt nicht so skillvoll, aber. Also, ja, mein KD ist nicht sehr, sehr gut. Weil, ja, wie gesagt, ich halt jetzt nur diese komische leichte, also weil ich nur die Shootings da habe und der hat halt mit der Beacon angefangen und da ist ja irgendwie logisch, dass die Beacon gewinnt. Weil die Beacon einfach viel besser ist. Ich hab auch die Beacon, also die Beacon geht er echt ab, ne? Aber, ja, was man alles für seine Zuschauer tut, Alter, will er jetzt fix, ist sein Ernst. Sein Ernst, das ist nicht sein Ernst. Alter, Falter, wo ist denn der jetzt her? Wo ist denn der jetzt her, Alter? Boah. Ah, der hat mich jetzt überrascht, ey, Junge. Ne? Ach, das. Boah, ist das gut. Zwar nett gemacht, finde ich. Hä? Ach, da oben. Ich hätte. Boah. Ey, hallo, sag mir das mal wer. Egal. KD 7. Ja. Sorry, dass ich jetzt mal mit der spiele, aber ich kriege meine KD nie mehr in Ordnung. Und wenn das jetzt weiterhin so sinkt, ist das ziemlich blöd für mich, ne? Was? Das geht ab? Was ist da los? So. Ja. Zwei Filme nach, dann habe ich mir gerade gehört. Zieh. Ah, nein. Ja. Also wie gesagt, wenn man halt wirklich mit so
Ja. Ich müsste, also wenn ich selbst wenn ich den Max abmachen würde, was würde ich, was mir denn, Präzision fehlt mir dann noch, gell? Ja, Präzision wäre es dann. Aber egal. Da wird mir halt dann noch Präzision fehlen, aber. Ja, wobei doch, das wird sogar noch lohnen. Ich glaube. Na, die Feuerrate wäre es dann. Und? Nein, die Präzision, ach, was laber ich da, die Präzision kann man ja gar nicht. Ich glaube, wenn ich die Feuerrate noch opten würde, dann wäre sie sogar noch eigentlich relativ gut mit einer 85er Feuerrate. Genauso viel. Ja, egal. So, was habe ich eigentlich noch Neues? Halt das Ritterschwert, aber. Ja, dann was machen wir denn jetzt? So nice ist ja eigentlich nichts passiert. Ach ja, übrigens noch danke für diese 10.000 verdammten Aufrufe. Also das ist echt cool. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. So, ja, leider irgendwie ist mein Mikrofon gerade abgeschworen. Also es hakt auch immer wieder. Ich muss jetzt diese Aufnahme, also was ich jetzt rede, mache ich jetzt schon zum fünften Mal. Ich hoffe jetzt, das Mikrofon jetzt im Moment nicht mehr abstirbt. Aber ja, wie gesagt, nochmal danke für 10.000 Aufrufe und die 71 Abonnenten. Also ihr wisst gar nicht, wie sehr wir uns darüber freuen, weil, ja, ich glaube, das habe ich schon öfters gesagt. Angefangen hat es ja nur so als Spaß. Und also echt cool, Leute, macht, schaut weiter unsere Videos. Wir würden uns freuen, wenn ihr das machen würdet. Also es freut uns auch immer wieder, wenn wir Daumen hoch kriegen und wenn wir auch immer nette Kommentare kriegen. Also das ist dann wieder richtig motivierend. Wegen halt dem blöden Mikro werde ich jetzt wie ein normales Jack is Back halt dann wieder aufnehmen. Ohne Ton und werde ein bisschen Musik hintertun. Ja, wir sehen uns dann mal beim nächsten Let's Play. Das wird hoffentlich schon bald sein. Also das Let's Play Together mit mir und Brechelbur. Wann das aber natürlich sein wird, weiß ich natürlich nicht, weil ist halt blöd mit der Schule und so. Okidoki. Ich hoffe, bis jetzt hat euch das Let's Play gefallen und auf Wiedersehen.